Immer noch krank. Das soll uns aber nicht davon abhalten, auf die heutigen Themen einzugehen, denn es wird brennen die nächsten Tage. ABK hat wohl angekündigt, dass er ein Video gemeinsam mit KuchenTV machen will gegen Mert. Es ist noch einiges weiteres passiert, worauf wir heute unbedingt eingehen müssen, und zwar der Beef Kürt Ibo gegen Papa Kalle. Es gab da wohl einen Verrat, aber wir wollen nicht groß drum herum reden. Auf entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go! Ey, eine wichtige Sache, ne? Nie wieder in meinem Leben werde ich Mert Abimula hier raiden. Höchstens, okay, sag ich jetzt lieber nicht. Aber der hat richtig ekelhafte Aktion gestern gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, ich raide den auf lustig, auf Annäherungsversuch, auf Flirten. Weil ihr wisst, wie ich bin. Ich flirte immer und dann fick ich. Aber bei Mert wird es jetzt lieber, es wird einfach ein Bachband sein. Ich raide den so, kein Danke, kein gar nichts. Chat ausgemacht, damit Leute nicht reinschreiben können. Da hab ich einfach ignoriert. Jetzt muss ich YouTube-Video machen und dann mal gucken. Wallah, ich mach YouTube-Video. Ich mach echt Video bei denen, auf Ernst, wallah. Ich werde so krasse Sachen über Mert auspacken, ihr werdet Schock bekommen, wallah. Ihr werdet einen richtigen Schock bekommen, ihr werdet sagen, das ist nicht der Mert, den wir Mert Abi nennen. Ihr werdet den nicht mehr Mert Abi nennen, ihr werdet den danach Mert mit Skin nennen. Wartet ab, werft mir den noch, an alle, die auch sagen. Und das Gute ist, Leute haten ja rum. Mert Abi, ich will euch nur eine Sache nochmal für euer Verständnis allgemein, für euren Kopf. Egal wie unsympathisch ihr mich auch findet und so, am Ende des Tages, ich lebe nicht von Sympathie, Bruder, ich lebe von Leistung. Ja, also Mert Abi auf jeden Fall richtig eklig, dass er sich nicht einmal bedankt hat für den Raid. Hätte ich mal lieber kleinere Streamer geradet, wie bei Tobi oder so irgendwelche anderen, die hätten wenigstens mal Namen vorgelesen, als hätte ich denen da eine Donation gegeben. Am Ende des Tages ist das egal, ich mache ja Twitch eh jetzt gerade nur hier so nebenbei ein bisschen. Aber an diejenigen, die mir sagen, ja, der Mert, will ich eine Sache noch loswerden zu dem Thema. Guck mal, damit ihr auch seht von meiner Seite aus, ne? Ich habe nur einen lustigen Spaßspruch gebracht in irgendeinem Vlog. Daraufhin sagt Mert zu mir, ich lutsche vegane Schwänze, während er vegane Schwänze reiten geht, wie der gerade da im Mainstream ist, ne? Aber die krasseste Sache ist, daraufhin, als Mert so gemacht hat, habe ich auf korrekt noch auf lustig so eine Insta-Story gepostet. Haben ein paar Leute vielleicht auch gesehen, so auf witzig, habe ich Mert markiert. Ja. Annäherungsversuch von mir, so auf diese, sollen wir zusammen lachen? Ich dachte, danach ist Frieden. Gelacht. Okay, Bruder, kein Problem, ein beschäftigter Mann. Dann bin ich das erste Mal live auf Twitch, raide den. Kein Dankeschön. Okay, Bruder. Aber dann bitte nicht wundern, wenn ich mir jetzt KuchenTVs und sonst wen hole und dann Videos mache auf YouTube und dann am Ende heißt es wieder ABK unsympathisch. Egal, je unsympathischer ihr mich findet, desto mächtiger fühle ich mich. Aber wisst ihr, was ich meine? Auf Ernst jetzt so. Mert ist voll der Heuchler. Unnormal. Aber wir reden jetzt nicht mehr über Mert, weil den Mert bewahren wir uns für ein YouTube-Video auf. Da kann man viel, viel mehr über Mert auspacken. Auch Sachen, die ihr noch gar nicht wusstet und Sachen, die auch mal über Mert im Internet waren, kann man da wieder mal zeigen, damit ihr auch mal wisst, wer Mert wirklich ist. Weil es ist immer wichtig, wenn ihr ein Video über einen YouTuber macht, auch zu zeigen, wer dieser YouTuber ist, womit er bekannt geworden ist, womit er groß geworden ist, wofür dieser YouTuber eigentlich steht, welche Werte dieser YouTuber eigentlich vertritt. Es sei denn, Geld kommt, dann ändern alle YouTuber ja ihre Werte, außer ABK, da bleibt sich ja selber treu. Ich will euch ganz kurz eure Erinnerung auffrischen. Was meinte er damit? Ich habe kleinen Witz gerissen in einem Vlog in Richtung Mert. Das war folgendes. Guck, ach für deinen Hund, für deinen Dackel. Aber Galle haben die irgendwie nicht, ne? Richtig Bock, weil Mert Abi ist ja seit kurzem auch im Mainstream angekommen und auch mittlerweile das Haustier von den ganzen Mainstream-Streamern. Richtig Bock, für ihn so ein Fanner-Oberteil für Hunde zu kaufen, weil der ist ja jetzt mittlerweile schon der Hund von den... Und daraufhin hat Mert das natürlich mitbekommen und äußerte sich folgendermaßen in seinem Stream dazu. Ignorieren, Digga. Einer sagt Haustier von den Leuten Hund. Oder sage ich zu dir, du hast dich in ein Kuhkostüm verkleidet, hast versucht, in Madeira vegane Schwänze zu lutschen, Bruder. Sage ich dir irgendwie sowas? Bitte lass dich auf diese dreckige, Bruder. Versuch mir ein Seitenhieb zu geben. Lass das auch sportlich machen, können wir gerne machen, Bruder. Aber lass mich nicht so werden. Ich möchte das nicht, Bruder. Ich verdiene Allah Shukr mein Hack aktuell ohne jeglichen Beef. Leute schießen gegen mich, weil ich auf einmal erfolgreich geworden bin. Holen auf einmal Sachen raus, die 10 Jahre alt sind. Bruder, ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Ja, tut es euch weh, dass ich Geld verdiene? Habe ich versucht, euer Brot anzugreifen? Irgendwas, Bruder. Habt ihr ein Problem mit mir? Dann habt dieses Problem mit mir. Aber habt nicht... Mir tut es weh, dass ich innerhalb meiner Kreise, dass Leute Probleme mit mir haben. Das tut mir weh. Weil das kenne ich nicht. Ich habe in meinem Leben, kann ich mit jedem Beef haben oder sonstiges. Ich ignoriere auch sehr vieles, was gegen mich geschossen wird. Ich werde es auch für immer ignorieren. Aber Bruder, wenn jemand aus meinen Kreisen versucht, mir eine Ansage zu... Dann tut es mir auch irgendwo weh und ich möchte nicht gegen ABK schießen und ich werde auch nicht gegen ihn schießen. Und bitte Leute in Zukunft, ich weiß nicht, was er machen. Wenn er ein Video gegen mich machen will, soll er machen. Inshallah verdient er gutes Geld, was er seiner Mutter geben kann. Er ist in einer schlechten Lage. Mir geht es Allah Shukr gut. Ich brauche so etwas nicht. Meiner Mutter geht es gut. Meine Mutter ist nicht krank. Mein Vater ist nicht krank. Allah Shukr, ich bin sehr zufrieden in meinem Leben aktuell. Er soll sein Geld verdienen, er soll machen. Aber Leute, eine Sache will ich euch nur sagen. Verwechselt mein Desinteresse nicht mit Schwäche, Bruder. Bitte. Ich habe nur, weil ich kein Interesse habe an diesen Leuten, denkt nicht, dass ich schwach bin oder sonstiges. Ich stecke sehr viel ein in letzter Zeit, weil ich einfach
Sabr habe und ich bin glücklich, Bruder, gerade. Und ich wünsche jedem, dass er auch glücklich ist. Naja, danach kam halt die Insta-Story von ABK, wo er versucht hatte, sich anzunähern. So ein paar lustige Sachen gepostet, nichts Wildes. Und den Rest habt ihr ja gerade selbst gehört. Naja, das Ganze ging aber weiter. ABK hat nicht aufgehört, in seine Richtung zu schießen. Ist das nicht der von Arda? Rede! Ja? Ich bin der von Arda, ja. Habt ihr mir nicht geglaubt, dass das mein kleiner Bruder ist? Habt ihr mir das nicht geglaubt? Hier ist der Beweis. Denkst du, er wird irgendein YouTuber posten? Sag mal ehrlich. Was bist du denn? Du bist doch Streamer. Was? Denkst du, er wird irgendein YouTuber posten? Was bist du denn? Eine postet mehr. Voll unlustig, ne? Wohl richtig unlustig. Ey, hätte ein das klares Eigentor. Ich kenn die, Die wird aber den gehen anschaffen. Aber ich meine, ich schwöre dir, das war nicht mal lustig. Ich dachte zwingend auch was Witziges und so. Wurde ich jetzt wenigstens witziger gemacht. Ich zeig euch auch mal kurz einen Clip, wo er den Mert raiden wollte, weswegen jetzt überhaupt diese ganze Eskalation gestartet ist. Du kannst Elias, N97. Ne, Mert Abi, wäre Lachkick. Mert raiden? Ja. Wait mal, Mert, ich will seine Reaktion sehen. Okay. Bitte, diese Provokante, wir müssen ein Beef starten. Okay. Raid den Mert? Ja. Ja, okay, geil. Ja, Mann. Ich gucke. Okay. Mert Abi Mula, Safi. Was soll ich jetzt sonst raten? Und unabhängig von den Ansagen gegen andere YouTuber hat er auch ein bisschen über sich selbst im Privaten gesprochen und auf die Frage hin, ob er Drogen nimmt, antwortete er folgendes. Ich hab in meinem Leben gekifft. Ich hab auch noch nie in meinem Leben Shisha geraucht. Ich hab auch noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Ich hab nur gefickt. Ehrlich. Thai-Massage und wie ich gefickt habe. Mütter, alles. 50-Jährige. Echt ohne Scham, ohne gar nichts. Richtig ekelhaft. Diese mit Lügen. Mama, ich bin beim Freund lernen. Am Ende fick ich 50-jährige Frau. Top. Aber sonst trinken gar nichts. Ich hab noch nie gekifft, nichts gemacht. Da bin ich wirklich, da bin ich sauber. Aber gefickt habe ich schon, ja. Da war ich mit 30 Jahre alt, Bruder. Wenn ich gefickt hätte, wäre schon komisch. Und er hat auch keinen Halt gemacht vor einem Mäus oder seinem Bruder. Fakultät Mediendesign, Kunst. Was hat er auf seinem Körper, Bruder? Oh mein Gott. La haula wa la quwwata illa billah. A'udhu billah, wirklich. Ich fühle mich schon schlecht, wenn ich euch davon erzähle, dass ich am Jackson bin, aber Bruder, hast du deinen Körper gesehen? Da hat ein Farbfoto auf seiner Brust, ne? Ich weiß. Krass, ey, mach mal einen Screenshot und schick das alle Abu Julo, damit der das mal sieht. Ich hab richtig Bock, das als Profilbild zu nehmen, bis Abu Julo sich dazu äußert. Bruder, das ist ein Abu Julo. Ja, was soll denn Abu Julo machen? Bruder, dann soll der gar, was Abu Julo machen soll, gar nicht über andere reden. Da sage ich euch ganz ehrlich, diesen Punkt kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe mit Abu Julo nichts zu tun, aber trotzdem kann er doch machen, was er will. Nur weil sein Bruder ein bisschen crazy ist und durchgeknallt und irgendwie auch gegen ihn selbst schießt, gegen Abu Julo selbst schießt indirekt, heißt das doch nicht, dass Abu Julo jetzt die Füße stillhalten muss, weil sein älterer Bruder sich halt daneben benimmt. Er kann nichts dafür, wie sein Bruder sich verhält. Und er hat sich ja quasi schon von ihm distanziert indirekt. Aber, was ich auch noch kurios finde, ist, ABK hatte ja das erste Comeback-Video von sich rausgehauen und hat gegen alle Mainstreamer geschossen. Ich habe dieses Video unnormal gefeiert und ich ging sehr stark davon aus, dass er aufgrund dieses Videos sehr viel Hate ernten wird. Von dem KuchenTV, von dem Just Nero, von dem Alpha Kevin, von irgendeinem dieser Meinungsblogger da draußen. Da kam aber nichts. Aber ich dachte immer, die wären in diesem Punkt, was ich euch gleich zeigen werde, komplett anderer Meinung wie Leute wie ABK oder ich. Schauen wir uns den Clip erstmal kurz an. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich und so, du Ekelhafte. Das hast du vergessen, weil sich nicht gejuckt hat. Ich bin in den letzten 10 Monaten bei jeder vorstellbaren ärztlichen Fachrichtung. Der Grund für die Kopfschmerzen ist eine Muskelverspannung im gesamten Körper, die über die Schultern bis hoch in den Nacken ziehen, dort Faszien bilden und die Muskeln verkürzen. Ja, das kommt, weil du am PC sitzt und streamst, du bist Alter, will die mich verarschen? Und dann bist du hier ziehen und Schulterblätter und so. Alter, deine Presse, das kommt doch vom Streamen. Du machst doch hier Dehnübungen, Yoga oder so, Alter. Und wenigstens Andy, dann wiegst du auch deinen Kopf hoch und runter, Alter. Der eigentliche Grund, warum ich diese krassen Muskelverspannungen habe, ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Vermutlich aus der Zeit dieser Beziehung. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich war für 1,5 Jahre mit Annie the Duck zusammen. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Und Billa, die redet so, als hätte die ihre Mutter in Gaza verloren. Vor allem sitzt die 12 Stunden am Tag mindestens auf ihrem Stuhl. Denn ich sitze hier eine Stunde drauf und habe schon Rückenschmerzen. Und das ist auch noch ein ziemlich guter Stuhl. Sitzt 12 Stunden, hat Rückenschmerzen und das zieht hoch. Und das ist nicht der Grund. Der Grund ist wahrscheinlich, wie sie selbst sagt, ihre 1,5-jährige Beziehung zu Annie the Duck. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Da wird ein Scheiß gemacht. Ich hasse
Stil. Alle verwirrt. Bruder, dieses Wort Trauma wird so voll inflationär behandelt. Das gegenüber so Leuten wie mir zum Beispiel respektlos, wenn ich dann sowas höre. Ich konnte mich so schlecht an Sachen erinnern und ich war irgendwie in so einer dritten Person und ich war irgendwie so irgendwie benebelt und hab ihn. Ich glaube, sie hat schwarze Magie auf Rift gemacht. Genau die Symptome einer marokkanischen Hexerei. Hat dich die ähnlichste richtig gewerbe. Kam aber, du so frech warst. Von Seite hast du was bekommen. Von einer tätowierten Junkie-Marokkanerin aus Berlin. Jawohl. Und das wurde so viel schlimmer, dass ich zum gewissen Punkt einen Todesfall in meiner eigenen Familie vergessen habe. Meine Mutter hat mir dann eine Woche später geschrieben, dass heute der Tag ist, an dem die Beerdigung ist. Und ich habe sie daraufhin gefragt, um welche Beerdigung es denn geht, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass jemand gestorben ist. Ja, aber ohne Scheiß jetzt. Wie kannst du so krank sein? Wie kann man etwas vergessen, einen Todesfall in der Familie? Was gibt's denn Schlimmeres als Todesfall in der Familie? Das müsst ihr mir mal erklären. Ja, bei uns ist es so, dass Familie über allem anderen steht. Und meiner Meinung nach ist das auch richtig. Ich verstehe die Leute nicht, die auf Familie scheißen, denen Familie nichts wert ist. Vielleicht haben die nicht so einen Zusammenhalt, aber wie kannst du trotzdem den Todesfall in der Familie vergessen? Weil du ein bisschen Stress in deiner Beziehung hattest? Ich bitte dich, Jenny, erzähl jemand anderem diese Mitleidsgeschichten. Die vergisst einfach, dass ihre Familie tot ist. Mit wem hat die da telefoniert? Die Welt am Anfang des Videos schon mit meiner Mutter geredet. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich und so, du Ekelhafte. Das hast du vergessen, weil es dich nicht gejuckt hat. Ich bin derjenige, der viele Todesfälle durchgemacht hat. Das vergisst man nicht. Das ist respektlos zu sagen, ich habe vergessen, wer in der Familie gestorben ist. Wunderbar, meine beiden verstorbenen Großeltern hatten Demenz und die wussten noch, wer aus der Familie lebt und wenn nicht. Naja, es gab auch lustige Momente, in denen zum Beispiel ABKs Mutter auf ApoRed gestoßen ist. Und nebenbei stichelt ABK da auch noch wieder gegen Monte. Der Beste, Wunder, der hat die direkt Analyse gemacht. Dann höre ich einmal so in der Küche, müsst ihr euch vorstellen. Ich gehe so ins Bad und lass so ApoRed mit meiner Mutter reden und ich höre so seine Stimme wieder mit meiner Mutter halt so. Ja, und Salam alaikum, Tante. Das ist klar, bei uns in Hamburg ist das ganz anders, ne? Weil gerade auch im Islam und meine Mutter sagt, ja, normal, ja. Und du hörst einfach so ApoRed Stimme wieder mit deiner Mutter reden, Bruder. Und danach, ich gehe so raus. Ich sag, hat ApoRed. Da hat die geprankt, aber eine Kamera, Leon kam aus dem Gurkenglas raus. Ne, da müsst ihr euch vorstellen. Ich geh so raus, Alter. Ich sag zu Red, geh mal bitte hoch. Ich rede kurz mit meiner Mutter. Ich sag, ey Mama, du hast einfach mit ApoRed geredet. Meint die, ja. Ey, bring mal, bitte mach mal gleich Müll und so. Ich sag, ja, aber wie, was sagst du? Meint die, ja, ist nett, normal. Ich sag, ja, aber erzähl mal so. Ist der reich? Ist der so? Guck die mich einfach, sag mal die. Geh hoch. Lass dir deine Freundin nicht warten, geh hoch. Warum hat die? Sag's mir reich. Der hat Loch in Socke. Ich dachte mir so, meine Mutter, wie fies bist du? Du lässt ihn reden und guckst einfach nur auf seine Socke die ganze Zeit. Meint die, ach, der hat Unterhemd, Loch in Socke, kommt mit Bahn zu dir. Kai, bitte geh. Ich sag aber, nein, Mama, der ist Main Character, der ist krass. Ich hab den guckt, da war ich noch 15 Jahre alt und so. Geh. Alle, die in deinem Zimmer sind, ist wie Friedhof von Flugzeug. Alle liegen auf Boden. Noch nie hast du mir eingeholt, wo ich sage, Mashallah, der kann dir helfen. Noch nie. Aber heute am unangenehmsten von allen, die getroffen hat, meinte, die war der Speak hier. Da meinte, ja, die ist anstrengend. Ich mag das. Also mein Mutter hat sogar einmal mit Momo News geredet, weil er Angst hatte wegen dem Video, was ich gemacht habe. Und der auf Marokkanisch, Chetschi, bitte sag Halim, der soll dich nicht in dem Video auseinandernehmen. Sagt er so, ich schwöre, ich helfe dem auch, ich gebe dem, was der will. Und er meint, ja, bezahl den, dann macht er nicht, lädt er nicht hoch. Ich so, Mama, ich bin doch kein Montana Black, dass du mich hochladest und mich bezahlst, Alter. Ich so, Walla, ich lade hoch, Walla, direkt. Und ich sag, Bruder, ich schwöre, ich schicke dir jetzt Paypal, was du willst. Ich sag, nein, Bruder, ich muss das Video hochladen und so. Aber ich bin dann spontan erblickt, dass ich mit 18-jähriger Wachmann gehe und dann am Ende noch Geld bezahle, damit die Videos offline nehmen. Aber ABK ist nicht der Einzige, der gegen Monte schießt. Es gibt da noch andere Streamer, unter anderem Kyanush, der sehr viel in letzter Zeit diese Verschwörungstheoretiker-Streams bringt, die ich an sich ziemlich unterhaltsam finde und auch gar nicht so schlecht, ne? Vieles davon entspricht ja auch den Tatsachen, ist aber trotzdem bei der großen breiten Masse leider Gottes sehr verpönt. Wir hören uns mal an, was er da zu sagen hat. Sohn sein. Nur ein Sohn tut so etwas. Jemand, der auf jeden von euch schießt. Nur jemand, der auf jeden von euch, der mir zuguckt, schießt. Wenn ich so, ich schieße auf dein Leben. Ich schieße auf, ob du stehst. Ich schieße auf, ob du gesund bist. Ich scheiße drauf. Du bist für mich nur ein Abo. Du bist für mich nur ein potenzieller Abo. Du bist für mich nur eine Zahl in der Statistik. Wer so ist, ist für mich ein Hurensohn. Ich würde niemals Menschen, die mich feiern, die vielleicht, keine Ahnung, so ein bisschen vorbildmäßig was in mir sehen, ich könnte nicht auf den Gedanken kommen, den zu verkaufen. Ich sag doch, nur ein Sohn macht das. Weil mich interessiert, an der Stelle interessiert mich das Business und so gar nicht. Ich habe so etwas wie Moral. Ich habe so etwas wie Werte.
Ich habe so etwas wie Respekt, Anstand und eine Grenze. Weißt du? So, ich stelle nicht Geld über alles. Ich würde niemals Geld über die Gesundheit anderer Menschen stellen, Bruder. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, und ich habe sie sogar, ich schwöre, ich habe sie, ich würde es niemals in meinem Leben nicht machen, Bruder. Dann bin ich für mich, ich rede nur für mich, ich bin der größte Sohn, der nachts nach Hause geht, sich die Hände reibt und sagt, ja, die kaufen alle mein Energy. Wollt ihr mal sehen, was Energy macht? Wollt ihr das mal sehen? Ich habe letztens hier gelesen, einer sagt, ich trinke am Tag 6 Dosen. Und ich habe Herzstechen. Andy, wie kann ich mich dann hier hinstellen und sagen, kauf meine Dose auch noch? Sag mal ehrlich, Bruder, was ist hier los, Alter? Und die Leute machen einfach so, als wäre nichts gewesen, Alter. Das ist unglaublich. Andy, geh doch gleich verkaufen. Beteilige dich doch an der Rüstungsindustrie und fördere noch den Krieg. Ja, was denn, Bruder? Wenn du sowieso Geld über alles stellst, dann geh dann schon noch verkaufen. Hast du eh schon gemacht. Dann geh alles verkaufen, halt. Für Geld, Bruder, Geld, Geld. Da hat er vollkommen recht. Aber hier nochmal zu meiner Theorie, die ich in den letzten paar Wochen entwickelt habe. Man folgt immer dem, was man selbst ist. Mir folgen nur stabile, gerade Menschen. Davon gibt es leider Gottes viel zu wenige. Wem folgen Montana Black? Nur kleine Kinder, Verblendete oder Heuchler, die alle zu ihm passen. Jeder zieht das Publikum an, was er selber ist. Und natürlich gibt es auf der Welt viel, viel mehr Heuchler oder dumme Hängengebliebene, wie Menschen, die hinterfragen, die wissen, was richtig und was falsch ist, die darauf auch sehr, sehr viel Wert geben. Keiner von meinen Leuten, der wirklich gerade ist, würde einem Monte folgen, wohl wissend, was er alles gerissen hat bis jetzt. Casino-Streams, er scheißt auf seine Zuschauer, er scheißt auf euch, auf jeden Einzelnen. Trotzdem wird er verteidigt, er verkauft Energies, er macht alles, um an Geld ranzukommen. Ihr seid ihm vollkommen egal, aber das juckt seine Zuschauer noch nicht, weil trotzdem verteidigen die ihn. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind meistens Menschen, wie auch damals Leute, die Hitler gefolgt sind oder anderen Diktatoren oder anderen manipulativen Menschen. Das sind Leute, die nichts in der Birne haben, kein Selbstwertgefühl besitzen, die sich keine Persönlichkeit zuschreiben können. Solche Leute folgen denen. Aber deswegen sind die in Beefs auch nicht wirklich stark. Warum? Weil wenn es zu einem Beef kommt, sind es die Standhaften, die hinter einem stehen und mit dir in den Krieg ziehen. Und so seht ihr niemals einen Monte aufmucken gegen ABK, obwohl ABK permanent gegen ihn schießt. Oder auch viele, viele andere große Streamer da draußen. Die wissen, die haben nur Fähnchen im Wind hinter sich. Wohingegen wir ein Zehntel vielleicht so groß sind wie die, trotzdem haben die Angst vor unserer Community. Maximale Liebe geht hier raus an die Mazdaq Army. Naja, last but not least, der große Beef zwischen Papa Kalle und Kürt Ibo. Zwei Clanbossen, einer kommt von Bergen, einer kommt von Türkei. Izmir war jetzt 4 Jahre und halb im Knast. Das wird eine ganz, ganz eklige Angelegenheit. Gönnen wir uns das mal. Ich mit ihm live gesehen, yo. Mit Genix, Ari. Sag, dass das nicht stimmt. Was hast du mit so einem? Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Nein, das ist andere. Was mit ihm? Warte mal. Jetzt machst du hier Politik. Du machst jetzt arabische Politik hier. Nein. Ich mach nicht arabisch. Ich hab heute gesagt, was hast du mit so einem Hund? Du brauchst keinen Film mehr machen. Mach diese Filme. Nein, du machst Filme. Du machst, guck mal, ich hab jetzt dich kennengelernt. Du machst eine arabische Politik, aber ich. Nein, ich mach keine arabische Politik. Was hast du mit Politik? Du machst einen Augenbrauen. Guck mich an. Was hast du mit ihm zu suchen? Ich bin wie 100 Männer. Ich sage, mach was ihr wollt. Salam alaikum. Mach du auch was du willst. Verpiss euch. Aus. Jetzt hab ich gesehen. Dein richtiges, wahre Gesicht hab ich gesehen. Bist kein Mann. Du auch und du auch. Ihr seid keine Männer für mich. Meine Augen. Guck mal, du kannst mich auch hören. Egal. Du hast ihn gerade. Du hast ihm gerade ein Gegenargument gemacht, das hat ihm nicht gepasst. Ja, passt ihm nicht, aber das ist die Wahrheit. Verstehst du, was ich meine? Ich rufe ihn an, ich sag, was gibst du den Leuten im Gesicht? Raidui, warum gehst du mit ihm live? Er sagt, ich habe mit ihm geredet. Ich sag, was geredet? Und dann kommt er hier zu dir an und sagt so und so. Arabische Politik, mach nicht deine kurdische Politik auf mich. Aber hier gerade, so, Spartakus war gerade bei mir hier im Chat. Er hat geschrieben, vor ein paar Minuten war er mit Barella noch cool, mit Barella. Ja, ich weiß nicht, ob er Show macht oder nicht. Ich mache auf jeden Fall keine Show. Ich habe ihn privat angerufen und ich habe sogar dich angerufen, Yasser, am Tag. Ich habe gesagt, Hairoi, Leute, die meinen Namen erwähnen, er macht sich ein auf Rapper, der ist B und erwähnt den ganzen einen Monat lang meinen Namen. Denkst du, den vergesse ich? Ich habe niemanden vergessen. Was passiert hier gerade? Ich verstehe das. Kurdische Politik, ich weiß, was ich sage. Verstehst du, was ich meine? Nein, weißt du, was das Problem ist? Guck mal, ich erzähle dir, was das Problem ist. Wenn man sich zum Beispiel von diesem ganzen Stress und Bälle fernhält, ja. Das Problem ist, zum Beispiel, ich sag dir ein Beispiel. Ich rede von mir. Ich habe mit all dem gar nichts zu tun. Ich versuche nur was Gutes zu machen, okay? Dann kommt der zu mir und sagt zu mir, wenn du mit denen live gehst, ich bin nicht den.
Aber Leute, wohin soll das führen? Guck mal, ich will dir mal was sagen, Yasser. Ich bin hier neu auf der Plattform. Ich habe, wo ich gestreamt habe auf Facebook und auf TikTok, auf Instagram, die waren alle keine Streamer. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du hast mir heute wegen zwei Leuten gesagt, richtig? Du hast gesagt, geh nicht mit denen live, okay? Ja. Heute habe ich einen Kollegen anderen angenommen und der eine war auch dabei. Ich bin sofort rausgegangen. Verstehst du, was ich meine? Das ist Loyalität. Ja. Siehst du, was ich meine? Wallah al-Adim. Guck mal, ich sehe ihn heute im Stream. Ich gucke so, was hat er mit denen zu tun? Dann habe ich ihn angerufen. Er ist sofort dran. Ich habe gesagt, was hast du mit so einem Simbi zu tun? Was bist du mit denen im Stream, habe ich gesagt. Du redest von den Loyalität. Dann ist er sofort rausgegangen. Das ist doch auch Politik. Willst du seinen Zuschauer klauen? Seid ihr Zuschauer geil? Du brauchst nicht sagen arabische Politik. Du machst dir die kurdische Politik mit mir, Habibi. Aber deine Politik esse ich nicht. Wann gibst du denn hier immer, damit du es verstehst? Bei mir gibt es keine Show. Ich sag das jedem ins Gesicht wie ein Mann. Verstehst du, was ich meine? Ich habe dich angerufen. Ich habe dir gesagt, was hast du mit diesen Eiri zu tun? Warum bist du mit denen live? Hör auf mich Politik zu machen. Mit wem redest du? Mit Ibo? Nein, ich rede gerade über Ibo, ja. Über Ibo rede ich. Genau über den. Der gesagt hat, du machst arabische Politik. Deine kurdische Politik. Wenn du alle Araber und Kurden holst, ich esse das nicht. Du kannst mir das nicht zum Essen bringen. Verstehst du, was ich meine mit deinen 40 Jahren? Du bist 40, ich bin auch 40. Ich weiß, was ich rede. Jedes Wort, was ich rede, weiß ich. Und ich rede wie ein Mann ins Gesicht. Verstehst du, was ich meine? Wer beleidigt, kann meinen Sip essen. Nur das sage ich, egal wer das ist. Was war mit Ibo jetzt? Was ist passiert? Er kann mir nicht mit Politik ankommen. Versteht ihr, was ich meine? Egal wer beleidigt, der kann mein Chir essen, damit ihr das auch richtig versteht. Ist mir scheißegal, wer das ist. Was war los gerade? Nichts. Ich brauche keinen. Ich habe die brutalste Reichweite. Das hier nur ein neuerer Profil von mir. Versteht ihr, was ich meine? Und ich rede hinter keinen, ich rede ins Gesicht wie ein Mann. Ist mir scheißegal, wer über mich redet. Kein Problem. Ich habe denen die Meinung ins Gesicht gesagt. Wer meint, der hat recht, der soll mir entfolgen. Ist kein Problem. Ich bin nicht hinter irgendwelchen Zuschauern. Ich habe die größte Reichweite. Er sagt, komm zu mir mit arabischer Politik. Du kommst mir hier mit Politik, yo. Ich sehe dich mit einem Live, der nimmt schon seit einem Monat meinen Namen in den Mund. Jeder, der meinen Namen in den Mund lebt, zwei, drei Leute habe ich im Kopf. Nur das sage ich. Diese Leute wissen sich schon, wer. Oder das sagst du, das sage ich nicht. Ich habe ihm seine Meinung ins Gesicht gesagt, wem es nicht passt, der soll seinen Kopf an die Wand schlagen. Ganz Punkt aus bei mir. Weil mir gibt es kein Wenn und Aber. Versteht ihr? Ich rede hinter keinen. Ich rede wie ein Mann jemand ins Gesicht. Nicht bei einem irgendwie, der hat das gesagt, wie eine Frau. Er geht vorhin bei Ihnen in den Chat, ich sage, block diesen bellenden Hund, der bei dir unten im Chat am Bellen ist. Warum hat er nicht geblockt? Warum? Kralle, Bruder, lass uns einfach Themawechsel machen, Bruder. Das ist ein bisschen, ist alles durcheinander. Lass uns hier ein bisschen quatschen. Aber keiner soll mir von Loyalität reden. Er nimmt ein Möchtegern-Rapper, kommt in meinen Stream und schmeißt mir hier Geschenke. Ich sage, ich brauche deine Geschenke. Ich habe ihn auf die Blockliste gesetzt. Er nimmt seit einem Monat wegen Fame meinen Namen in den Mund und heute sehe ich ihn mit ihm live. Ist das korrekt? Kulli, ist er korrekt hier? Und dann redet er bei dir vor Loyalität und dann sagt er arabisch. Ich sag dir was. Du kannst mit dem arabischen, warte mal. Kralle. Die arabische und nicht die kurdische Politik kannst du bei mir machen. Okay, ich sag dir was. Deine Filme kannst du bei jemand anderes machen, nicht bei mir. Ich sag dir was. Wer von Loyalität reden will, muss erst selber loyal sein, okay? Wer das nicht will, muss selber so sein. Hast du mir vor ein, zwei Tagen oder ich weiß nicht, was das war, ja, ich unterbreche dich kurz, hast du mir gesagt, nicht mit zwei Leuten rede ich nicht, gehe nicht mehr mit dir live? Hast du mich nochmal gesehen? Ich bin hier seit 4 Jahren im Knast gewesen. Du weißt wegen was? Und ich bin rausgekommen und ich kenne diese ganzen Dings nicht. Kralle, du bist hier, warte mal, ich sage dir ehrlich, ich rede offen. Du bist hier bei Loyalität auf TikTok in einer vollkommen falschen Adresse. Ja, aber ich bin das, was ich bin. Ja, aber Bruder, guck mal, ich sage dir, Wallahi, wa uqsimu billah, diese TikTok hat mit Loyalität 0,0000 zu tun, Bruder. Ja, Sepp. Guck mal, ich sage dir ehrlich, hier denkt jeder, ich bin ehrlich. Guck mal, ich will dir was erzählen. Ich kam neu auf TikTok. Oxumobillah. Ich habe Person A geholt, Person B, Person C, D, E, F, G, H, I, J habe ich geholfen. Und Wallahi, alles, was ich zurückbekommen habe, war nur Scheiße. Okay, ich sag dir jetzt was. Bruder, guck mal, Loyalität. Sehe ich dich als Bruder? Hast du mir gesagt, geh nicht mit zwei Leuten live, bin ich nochmal mit denen live gegangen? Sag mir das nur. Nein. Hab ich recht? Ich hab dir so gesagt, ich gebe dir einen Rat, geh mit denen nicht live. Ja, und habe ich das nochmal gemacht? Nein, aber hättest du es auch gemacht? Bruder, ich hab dir nur einen Rat gegeben. Aber Bruder, wenn ich dich liebe... Kralle, Bruder, ich will dir was erklären. Lass mich bitte kurz ausreden. Diese Leute wissen nicht, was Loyalität bedeutet, Bruder. Weißt du, was Loyalität ist? Loyalität heißt, wenn ich jemand wirklich als Freund und Bruder stehe, stehe ich zu 100% vor ihm. Ja. Aber wenn mein Bruder falsch gemacht hat, sage ich zu meinem Bruder und Freund, du bist schuld, du hast falsch gemacht. Verstehst du? Man sollte immer rechts stehen. Aber hast du von mir bis heute, du kennst mich, ich kenne deinen großen Bruder, Yasser, du weißt das, aber... Ich habe von dir bis heute, guck mal, ich rede von mir. Wallahi, ich habe nichts. Ja, ich habe von dir nichts Schlechtes gesehen. Falsches. Und hast du einmal Unloyalität gesehen von mir? Nein, habe ich nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich rede von mir. Wenn du zu mir sagst, als Bruder, wenn ich dich als Bruder sehe und sage zu dir, Bruder, geh nicht mit denen live, ich habe mit denen Stress. Und du nimmst ihn in dein Live, ist das korrekt? Habe ich nicht von dir gesehen, aber ist das korrekt? Nein. Dann bin ich nicht zu dir loyal, verstehst du? Naja, das Ganze geht dann hin und her. Ich skip aber ein Stück vor, bis zu dem Part, wo Kürt immer wieder reinkommt, weil erst da wird es wieder interessant. Guck mal. Ja, ich habe gerade wieder was gehört. Was hast du? Ich sag, guck mal, gib ein Zitat. Ich sag euch ein Zitat. Nee, ich mag kein Mensch. Ich mag ein Zitat für euch, ein stabiles Zitat für heute Abend. Ich kann auch nicht schreiben wegen meiner Kinder, die schlafen gerade. Bruder,
Eine Tiger und eine Esel streiten sich wegen einer Sache. Und das geht genau um Gras. Der Esel sagt, Gras ist blau und der Tiger sagt, ist grün. Und die gehen zum mächtigsten zu Löwen. Die fragen den Löwen, ja, Löwe, der Tiger sagt, Gras ist grün. Und der Esel sagt, ist blau. Und der Löwe sagt, stimmt, wenn der Esel sagt, das ist blau, ist blau. Du kriegst ein Jahr Verbot. Und er geht, kriegt einen Monat Strafe. Nach einem Monat kommt er zurück. Er sagt, wie kannst du dich mit einem Esel vergleichen? Okay, was meinst du damit? Was hast du? Ja, nee, was diskutiere ich noch mit dir? Ja, nee, Papa Kalle, ich sag dir ehrlich, du hast verstanden, was ich meine. Zitat Ende. Du bist ein Esel und bleibst ein Esel. Du bist ein Schwanz und bleibst ein Schwanz. Und der Ivo, Kralle. Hast du mich verstanden? Du bist ein Schwanz und der zwischen meine Beine, ja, Eri. Hast du mich verstanden? Hey, was war das denn? Wie hast du deine Antwort bekommen? Wie er sagt, Esel und Gedroh. Barella, hör auf damit. Aber was hat er gerade gemeint? Warte, ich sag ihm, ein Esel bist du und ein Arsch bist du auch, ein Arsch, ein Hungriger. Und du bist nicht mein, und du bist nicht der Rede wert. Verstehst du, was ich meine? Ein lächerlicher Knecht bist du. Deria, grüß dich, Deria. Du bist für mich lächerlich. Genauso wie diese Leute, die dir auch folgen und dich feiern. Verstehst du, was ich meine? Du bist genauso lächerlich, wie du aussiehst. Nur das sage ich dir. Wenn du ein bisschen Grips im Kopf hättest, hättest du was erreicht, aber du hast nichts erreicht. Zitat Ende, Habibi. Hier hast du dein Zitat. Hast du mich verstanden? Ihr könnt ihn das aufnehmen und schicken. Er ist nicht der Rede wert. Du bist genauso unloyal, wie deine Leute, die dir folgen. Richtig? Hier, Zitat Ende. Ich mache keine Show für irgendjemand. Du hast zu mir Esel gesagt, du bist ein Knecht, ja. Für mich. Guck, was ich erreicht habe, guck, was du erreicht hast. Die ganze Welt kennt mich. Wer kennt dich denn, ja? Wer kennt dich? Sag mir. Kralle, Bruder, beenden wir das. Nein, jetzt beenden wir das nicht. Er will das so. Du bist ein Niemand. Du bist ein Niemand. Jeder soll dir das aufnehmen und schicken. Guck mal, was ich erreicht habe, wo ich hier sitze und wo du sitzt, ja. Mich kennt die ganze Welt. Wer kennt dich denn, ja? Jetzt erst recht, richtig. Jetzt erst recht. Hast du zu mir Esel gesagt, du bist ein Niemand. Ach, le, wärst du ein Esel, ja? Du redest mir hier von Loyalität und sagst, ich bin loyal und gehst mit einem Genicks-Eiri rein. Hairoi. Und Yasser braucht mir nicht sagen, das ist geklärt. Bis ich den nicht kriege, er sagt zu mir, ich kenne hier Leute, er denkt, ich habe Angst. Ich kenne hier Leute in der Türkei, die sind in der Politik. Mich interessiert das nicht. Versteht ihr, mich interessiert das nicht, ja? Wen du kennst und wen du nicht kennst. Wir werden sehen, wen du kennst, ja? Wenn ich dir deine letzten Zähne raushaue. Aber alles mit der Zeit. Du bellst mir, wo wohnt er nochmal? Du bellst mir aus deinem Pforzheim, wie machst dich als Rapper und dies und das. Denkst du, das interessiert mich? Mit deiner Reichweite und dies und das? Die interessiert mich allen Dreck, ja? Du bist genauso Müll wie diese Leute, die dich auch feiern. Verstehst du, wenn du ein Mann wärst, würdest du ein paar Leute bei dir haben, die richtige Männer sind? Kralle, Allah Salam, Nabi. Wallah, ich hab dich aus dem Studio rausgejagt und rausgeschmissen. Du bist für mich nichts wert. Leer, Yasser, nicht reicht. Reicht, Wallah, reicht. Wallah, reicht. Du bist lächerlich, ja? Keiner nimmt dich ernst, ja? Wenn du ein bisschen Reichweite brauchst und ein bisschen Dings, ich geb dir Reichweite, ja? Kralle. Ja. Vertrau mir doch, es führt zu nicht. Kralle, Ahmad, Lahmar. Und dann sagst du, was willst du damit? Und dann sagt er, Bruder, guck mal, ich will dir was erklären. Es führt hier im Live zu gar nichts. Er kann hier den zwischen meine Beine anfassen, ja? Mich interessiert mein Cousin nicht, mit dem du bist. Du kannst mit ihm doch so gut sein, ja? Mich interessiert kein Cousin oder mein Vater oder sonst irgendwer nicht, ja? Ich glaube, ihr kennt mich noch ein bisschen schlecht. Hör mir richtig zu, bleib hier im Stream, schickt ihm das. Mich interessiert keiner, wenn ich hier durchdrehe, ja? Wie ihr wollt, wir können uns fetzen, aber nicht hier im Livestream, ja? Und was meint er damit? Er meint den Cousin von sich, irgendwas mit Sado. Der Kurt Ibo hat ja einen Manager. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Der ist auch an dem Tag, wo ich mich mit Kurt Ibo getroffen habe, nicht gekommen. Der hatte da irgendwie keine Zeit. Und ihr wisst ja, Papa Kralle ist auch vom Sado-Familie. Und deswegen sagt er, mich interessiert nicht, ob du mit einem Cousin von mir bist oder nicht. Ihn interessiert gar nichts. So, das hindert ihn nicht daran, dem Kurt Ibo was anzutun. Und ihr wisst, Kurt Ibo, er kann sehr aufbrausend sein, wenn er seine Phasen hat, haben wir ja letztens noch mitgekriegt. Keiner weiß, wie es bei ihm zustande kommt, dass er diese Schwankungen hat. Nichtsdestotrotz sind das hier zwei Leute, die aufeinandertreffen. Ich weiß nicht. Kann sein, dass die morgen wieder gemeinsam live sind. Kann aber auch sein, dass das ein ekliger, langer Beef wird. So viel zu unserem heutigen Video. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seid wenigstens gesund im Gegensatz zu mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dann und ciao!